Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 28. Juli. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir schauen heute, einen Tag nach der Fed, auf den Euro gegenüber dem US-Dollar, der sich mal hier gar nicht so uninteressant darstellt. Wobei unlängst die Tendenz doch schon sehr groß war, dass wir in Richtung 1,085 laufen. Das ist aber nicht geschehen und somit wollen wir die Lage mal ein Stück weit sondieren beim Euro gegenüber dem US-Dollar, was man eben erwarten darf. Zur Marke von 1,085 sei gesagt, das ist genau dieses Level, was wir hier auf Wochenbasis sehen. 1,08, 1,085, diese Zone hier. Da gab es mal den kleinen Ausbruch zum Ende des letzten Jahres auf der Südseite, der allerdings nicht dafür reichte, hier die Tiefs vom, ja, Beginn des Jahres 2015 rauszunehmen, knapp vor der Parität gedreht. Und seither sehen wir, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar sehr, sehr rangig ist. Wir sind hier grob in der Spanne von, man darf sagen, 600 Pips gefangen und Euro-US-Dollar auch zuletzt mit abnehmender Volatilität. Das heißt, die Intraday-Schwankungsbreite nimmt Tag für Tag ab. Es gibt einzelne Tage, wo wir dann mal wieder eine Bewegung von bis zu 100, 150, manchmal auch 200 Pips sehen. Aber in der Regel sind wir hier im Bereich zwischen 60 und 70 Pips unterwegs und das ist natürlich sehr, sehr übersichtlich, wenn man es mal so sagen darf. Auf der Oberseite haben wir hingegen die 1,1450 als klaren Widerstandsdeckel sozusagen und jetzt wird es eben spannend, was wir noch erleben werden. Letztlich der Bias vom Euro-US-Dollar gestern schon im Sinne der US-Notenbank bullisch, obwohl hier die, man sagt, Türen für eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr offen gehalten wurden. Profitierte der Euro letztlich von diesen Einschätzungen von Janet Yellen. Auch die Fed äußerte sich zuversichtlich in Sachen Arbeitsmarkt und das ist ja sozusagen die primäre Indikation. Aber das hat, wie gesagt, die Euro-Bullen hier nicht aufgehalten, nach oben zu laufen. Die Statements, wie gesagt, eigentlich auch US-Dollar bullisch. Dennoch wurde vom Markt unter Umständen schon eingepreist und drum die Bewegung, die wir uns jetzt mal hier im Tageschart konkreter anschauen. Gestern starke Impulskerze hier zurück über das Level von 1,10. Sie sehen hier diesen blauen Tendenzfall, den wir zuletzt hatten, eben mit der Annahme, dass es unterhalb von 1,10 in Richtung 1,085 geht. Hier praktisch auch die Tiefs vom März. Es reichte nicht ganz. Wir haben kein tieferes Tief gemacht im Sinne der Brexit-Kerze, die wir hier sehen, auf der linken Seite vom 24.06. Da sind wir nicht rangelaufen und jetzt ist die Situation definitiv neu zu bewerten. Neue Tiefs blieben aus, beziehungsweise ein solcher Rücksetzer. Und insofern mal abwarten, was jetzt passiert. Hochspannung hier im Bereich 1,1150. Das ist hier das Level, wo man auf jeden Fall drauf schauen muss. Das ist im Prinzip der Widerstandsbereich, der hier schon zuletzt Anfang Juli getestet wurde, mehrfach, dann hier nochmal Mitte Juli und genau da laufen wir jetzt hin und hier wird es in jedem Falle spannend, was Euro-US-Dollar macht. Brechen wir hier drüber aus, dann sieht es eher so aus, als würden wir in Richtung 1,13 laufen. Ich persönlich glaube fast nicht dran, ich könnte mir eher vorstellen, dass wir uns hier erneut den Kopf stoßen und sozusagen hier nochmal die 1,10 ansteuern und dann gegebenenfalls doch noch wieder nach unten abdriften. So zumindest mal hier die technische Einschätzung. Das soll heißen, wenn wir nochmal unter die 1,10 gehen, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir dann doch das Level von 1,058 sehen. Und das würde dann entsprechend sich so darstellen. Andererseits, ein Tagesschlusspreis über 1,1150, insbesondere hier über den letzten Hochs, da hätten wir auch den EMA 200 dann überwunden bei 1,1160. Wenn es da per Tagesschluss drüber geht, dann muss man natürlich sagen, hat Euro-US-Dollar definitiv Potenzial hier. Ich zeichne mal mehrere Impulswellen ein, weil es, denke ich mal, nicht so geradlinig nach oben laufen wird. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier in Richtung 1,1450 laufen und sozusagen hier diese Oberseite nochmal antesten. Halte ich aber augenblicklich für das geringere Wahrscheinlichkeitsszenario. Vielmehr rechne ich eben damit, dass der Markt kurzfristig zurücksetzt und dann doch wieder nach unten dreht. Aber man muss, wie gesagt, den Bias hier auf jeder Seite offen halten, denn es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier nach oben ausbrechen und über 1,1150 ist nicht mehr weit weg. Könnte Euro-US-Dollar auf jeden Fall hier ein Stück Auftrieb erfahren und eben auch angetrieben werden für weiter steigende Preise. Die Saisonalität beim Euro sieht zunächst mal so aus, dass wir jetzt hier in den Juli, ja, Stück weit zäh starten, aber Sie sehen ja die grobe Tendenz, die kippt hier ganz klar nach unten weg, ähnlich wie bei den Yen-Pairs, die wir ja auch schon unter der Lupe hatten, auch Euro-Britisch-Pfund. Und Sie sehen auch hier im weiteren Augustverlauf, zeigt der Tendenzpfeil rein von der Saisonalität her nach unten. Deswegen würde ich auch hier genau vor dem Hintergrund, dass wir hier bärischen Rückenwind haben, sozusagen das Szenario präferieren, dass der Preis hier doch wieder ins Stocken gerät und das eigentlich relativ bald, entweder heute eben oder morgen zum Wochenabschluss. Grundsätzlich denke ich mal, dürfte es hier oben spannend werden. Wir haben ja dann im nächsten Monat, Anfang August, natürlich wieder die Non-Farm-Payrolls, den US-Arbeitsmarktbericht und da wird sich zeigen, ob die, ja, Arbeitsmarktstatistik eben hier tatsächlich den positiven Bias weiter fortsetzen wird. Ich vermute, wie gesagt, er könnte sich hier den Kopf stoßen. Mal abwarten, was passiert. Also kurzfristig denke ich, ist das Potenzial relativ gesehen ausgereizt. Dürfte hier nicht mehr so weit steigen können, aber oberhalb von 1,1150, 1,1160 vielmehr,
Nehmen wir nochmal das Hoch der Kerze hier vom 5.7.1186. Also wenn es da direkt drüber ginge, hätten wir auf jeden Fall einen bullischen Bias. Und dann laufen wir hier auch praktisch in diese Ausverkaufskerze vom Brexit rein. Und das könnte dann tatsächlich bedeuten, dass hier die Eurobullen wieder auftrumpfen. Aber das muss man erstmal abwarten, ob es wirklich so kommt. Euro US-Dollar, wie gesagt, kurzfristig denke ich mal ein Stück weit gedeckelt. Warten wir mal ab, was der Markt noch draus macht. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Resttag. Viel Erfolg beim Trading. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.